Ja, geh mal oben, gucken, wo wir gerade oben waren. Da hab ich eine gefunden, weil das sind. Ja, Bäume. Weil Bambus ist ja nicht. Gehen Sie durch. Gehen Sie durch. Dingend. Danke, danke. Dingens. Weil Bambus macht ja keine Kokosnüsse. Das musst du ja Palmen machen, ja, Kokosnüsse. Achso, ja, stimmt. Ich guck trotzdem mal vorne jetzt. Weil ich einmal unterwegs bin, quasi. Alter, da passt ja nur schon mal was zu holen hier. Ja, ja. Vielleicht sollte man die Dinger drinnen hinstellen, ne? Was meinst du dazu? Ja, kann ich die nächste Mal hinstellen da. Ja, dann wird es besser sein. Hier ist eine Kokosnuss, siehst du? Was mach ich jetzt? Nehme ich die komplett mit oder du, was? Na, du sie, dann machst du auf, tust du trinken und dann lässt du, machst du dir eine. Lässt du ganz aber. Und machst ein Seil drum. Noch eine. Ich setze diese ganze Mache Seil im. Ach so, ist klar. Ich verstehe. Herrscher, dann Seil drauflegen. Ah, Kokosnussbidon. Ja. Schau bitte mal, wie das ist. Ja, komisches Wort, das kenne ich gar nicht. Ja, geil. Ja, das ist ja easy, Alter. Ja, ich gucke, ob ich noch eine finde. Ja, dann zum drunterlegen brauchst du immer noch eine halbe dann. Na gut, ja, genau. Wir sollten eh noch ein paar Kokosnüsse ganz sich sammeln, so wie es aussieht, ne? Ja. Das könnte unser Wasserproblem an sich lösen. Aber. Dann müssen wir halt noch die, das Fett- und das Kohlenhydratproblem lösen. Protein grad ist durch. Gerade Bananen gefunden. Oh, wir haben aber hier oben auf dem Plateau, da findest du jetzt so schön Bananen. Ja, ich bin immer nicht so verfinden, ich bin immer gerne Selbstversorger. Ja, bist du Bananen selber versorgen? Ich weiß nicht, was kann man da anpflanzen hier, das ist ja die Frage. Fett fehlt mir immer noch, gell? Brauch ich mal ein paar Nüsse? Nein, ich bin eingeschlafen auf dem Stamm. Nein! Ja, Pest Out, ist ein neues Spiel, Pest Out, sag mal. Ich sehe meine vertrockneten Augen. Ein paar Nüsschen, aber perfekt. Das ist genau, was ich gesucht habe. Die Nüsse sehen aus wie Tannenzapfen. Der Typ ist Tannenzapfen. Weiß ich nicht, ob ich das so gut finden muss. Hier, das sieht aus wie ein Palmenbaum, wie ein Kokosnussbaum, aber da liegt keine Kokosnuss da. Oh, Riesenkröte. Kostenfrei. Die nehmen wir natürlich mit. Ich stieg immer noch im Dreck. Das ist bestimmt auch den Wurm, Alter. Ich muss jetzt zurück, sonst penne ich hier irgendwo ein. Im Dreck. Ich weiß, ob ich jetzt richtig bin. Eieieiei, ob ich den Weg zurückfinde, das hier den nächsten. Nee, warte. Das ist was anderes. Okay, ist schon mal der Fluss. Ich glaube, der Eingang, da vorne ist der Eingang. Geil. Ganz wenig Ausdauer. Schlecht. Fülle ich in diese Kokosnuss auf? Du bist der. Ist auf deinem Inventar. Ah, du schießt einfach aufs Wasser. Unsicher 1. 40. Filtration.
Mal den noch auffüllen, das Teil. Ja, ich würde es mal schnell pennen. Ich habe nur ganz kleinen Strich. Ich will nicht. Ich habe schon wieder Blutegel oder irgendwas. Am Wand ist das doch zum Kotzen. Ich habe so einen scheiß Parasit unter der Haut. Ja, ja. Warum eine Knochenklinge? Aber das Einzige, wo ich die bis jetzt hergekriegt habe, war die Ureinwohner. Ja, dann habe ich jetzt die scheiß Stimme wieder. Ja, ja. Ja. Hallo. Ich war noch ein bisschen Wasser. Wir pennen mal ganz kurz. Wieder ein Ekel, wenn es regnet, hast du da wieder das Ekel. Ich hab zwei Mal dabei jetzt. Aber schlaft leer ein. Wurm, geistige Gesundheit minus 6. Können wir die Kohle rausnehmen vom Lagerfeuer, ist eh ausgegangen. So, guck mal jetzt hier, was ich jetzt mache hier für eine Sauerei. Oh, ich hab zwei Würmer am Körper. Schön mischen. Schön durchgemischt. Ja, jetzt muss ich ihn trocknen lassen, ja, den. Ja, ich glaube, den wollte ich feiern machen. So, ich wollte ja noch den. Na ja, kann. Ey, das Ding ist nicht mal halb voll. Wir haben 30 Dinger hier. Nee, das wollen wir morgen machen, ja. Also, du kannst irgendwas trinken. Ja. Da gebrochen. Ja, vor der Hütte. Ah. Her. Stehen Sie auf, junge Frau. Danke. Irgendwas wollte ich gerade machen. Das Ding ist halb voll jetzt, gell?
Ja. Und jetzt kann ich 10 Wasser raustrinken. Ich habe überall ein bisschen wieder drinne jetzt in meiner Uhr. Aber geistige Gesundheit, ich habe halt den Wurm noch, gell? Wenn ich den jetzt wegkriegen würde, noch einen scheiß Wurm, warum das mit dem scheiß Wasser nicht geht, gell? So ein Piss. Sieht das hier aus? Oh, Lebensziegeln, okay. Fertig, Alter. Ja, ich glaube, fertig, ja. Ja, sind fertig. Können wir nochmal die Kiste uns schnell angucken, oder mal? Ja, mach mal. Zwei Lehmziegelsteine, Feuerbrett zweimal und 10 Stöcke. Kleine, die Stöcke hast du ja da im Sammler. Soll ich die hier hinstellen? Du siehst ja. Also so beim Eingang hin eher. Ja, so kurz hinter Eingang, hätte ich gesagt. Was heißt denn hinter da? Innen oder außen? Innen, ja, innen. Mein PvP gibt's ja nicht, ist ja nur Koop-Game. Aber, ja, aber es gibt Eingeborene und so. Das ist kein Trigger oder was? Doch, da kriegst du. Ja, genau hier. Da geht's ja auch noch weiter. Was? 3 Stöcke habe ich schon drin. Okay. Noch einer fehlt oder was? Oder einer schon, ein Stock fehlt noch. Bin ich was? Ist aber gar nicht dunkel ohne Feuer hier. Aber richtig dunkel, ja. So, fehlen noch 4 Stöcke oben. Mal. Ach so, das wusste ich nicht. Hast du nur 4 gesagt, Frank? Ja, ein hat angezeigt, dann brauchst du nochmal 4. Gibt's einen Palmenblatt-Sammler, so wie, Nee, aber du kannst, wenn ihr die Stirn kannst, Blätter draus machen. Ja, ne, die Stirn sind nicht, aber die liegen halt im Wald rum hier, weil ich die beiden Bäume gefällt hab. Das geht mir ein bisschen am Sack. Schlafen. Nein, eingeschlafen. Warte, ich komm. Muss erst mal pennen jetzt. Ja, legen wir uns kurz beide hin noch und dann. Stufe 3 dreckig, danke. Oh, das ist schlecht, Mann. Na, egal. Dann darfst du nichts essen, sonst kriegst du den Parasiten wieder. Haben wir gelernt. Stocksammler hat ist schon was, ne? Ja. So, jetzt brauchen wir ein Feuerbrett. Wie stellen wir denn das her? Brauchst du das? Hat mir nicht irgendwo so einen dicken Stamm hier rumliegen? So einen dicken Baumstamm noch irgendwo. Ja, den hab ich klein. Aus dem Feuerbrett. Das ist ja schon Stamm, ja. Ach scheiße, ich hab dort einen Pilz gegessen. Auszusehen. Stell mal die Falle wieder auf. Also wirklich spät jetzt hier. Im Kopf an sich. Das Spiel macht noch mehr Pannen irgendwie. Ne? Das stimmt, ja. Ich mach jetzt mal noch eine Dings klar. Eine schöne Eidechse. Essen brauchst du nix, reinzuhauen. Aber ich hab hier 3. 3? Ja, ich hab doch hier
Thomas, sag's doch. Ja, in der dreckig wie so. Lohnt das Essen doch nicht. Ja, ich war schon gerade im Baum gefällt. Was ich krass feiern würde, wenn es so einen Sammler gäbe für die Palmenblätter. Ein Feuerbrett. Das ist cool, dass du das Inventar einfach so näher schieben kannst, gell, in der Tasche. Ja. Das ist echt cool gemacht. Dass sie diese Netpoints haben, boah, das ist ja richtig gut eigentlich. Ja, die machen viel richtig, gell, mit dem Spiel irgendwie so. Hast du das Gefühl? Schon, ja. Eine Schnecke roh. Okay, jetzt kotze ich das mal hin. Ist die Wasser? Da braucht man ein größeres Gefäß da drunter, das ist echt scheiße, Mann. Wird kein größeres geben. Na doch, den, das was du da hast. Den, dass den, du dich das drunter stellen kannst. Die Cola doch bitte, warum nicht? Weil da geht nur 10 rein in das Ding. Und da geht 40 rein in deins, was du da hast. Geht kein Snappoint. Geht nicht. Ich probiert. Echt? Aber vielleicht gibt's noch was ganz anderes. Man weiß es ja nicht, gell? Brauchst du, soll ich noch was reinschleppen? Ja, jetzt brauchst du nicht mehr kommen, wo du alles fertig hast. Ja. Entschuldige bitte, Alter. Lag ist fertig. Echt? Wollte ich vorhin schon mal ausprobieren, die Fackel? Aha! Geil, aber. Das ja, Leben bekommt man Lagerfeuer oder was? Oh nein, ist er eingesteckt? Ein Lagerfeuer oder was? Am ja, Lagerfeuer. Am Lager, ja, ja, Lager, ja, am Lagerfeuer, genau. Das nehmen wir nur so kurz an. Ich stehe mir noch kurz, flacker die noch kurz auf. Ne, ich bin, weil ich ins Inventar gehe und guck was. Jetzt Verbindung unterbrochen. Echt? Bei Steam. Oh, ich bin noch drauf bei dir. Ja, bei Steam war irgendwie nur. Ja, ist ein gutes Stichwort, sag ich mal. Ja. Wir haben viel geschafft heute auf jeden Fall. Das ist ein mega interessantes Spiel, wir werden es auf jeden Fall weiterspielen. Aber ich krieg keinen Trigger zum Speichern, ich mach dann einfach Save and Quit gibt's. Vielleicht macht der ja immer Dedicated Server, der Typ, der es entwickelt. Das wäre richtig gut, weil dann könnte man mal sagen, ja, ich kann mal alleine drauf spielen. Also muss man jetzt immer warten, bis Crank am Start ist, weil Crank hat jetzt mal gehostet. Wir gucken mal, dass wir das Safe Game noch ein bisschen absafen. Vielleicht können wir das Safe Game, kann mir Crank das Safe Game mal schicken, nur mal sicherheitshalber. Ja, in diesem Sinne bedanken wir uns jetzt fürs Zusehen. Es sind nicht mehr viele online. Nach 6 Stunden jetzt reicht's uns und wir sehen uns dann am, ja, vielleicht schon morgen wieder bei Green Hill, vielleicht bei was anderem. Wir werden sehen, was sich so ergibt und wo wir Bock drauf haben. In dem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht und bis morgen. Tschüss, Frank. Tschüss. Ist eklig. Ja, und da sind wir am Ende der ersten Session. Das waren jetzt 6 Stunden Stream. Es war schon ein ziemlicher Brecher an sich. Wir hatten schon echt unseren Spaß. Es hat aber sehr viel, war sehr anstrengend. An sich war gut,
Mir hat's gefallen. Ich finde das Spiel mega gut. Es ist wirklich krass mega gut, wie gut sich das spielen lässt. Und wie ausgereift das schon alles ist. Mir gefällt das richtig gut. Gibt's schon seit 2018. Green Hell auf jeden Fall eine Empfehlung. Kauft euch das Spiel. Die nächste Session versuche ich dann etwas kürzer zu halten. Wird auch wieder im Stream, aber wir haben dann eine bessere Bildqualität, hoffe ich, wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und dann bedanke ich mich jetzt, die quasi letzten 18 Folgen oder 19 Folgen dabei geblieben sind und sich jetzt alles angucken. Und wir sehen uns dann in der nächsten Session wieder, bei euch wahrscheinlich schon morgen, für uns ist es jetzt ein paar Tage her wieder. Aber wir sehen uns dann und es wird richtig actionlastig noch, denke ich. Vielen Dank für alles und bis zum nächsten Mal.